Also machen wir gleich das Thema dazu. Das heißt Eislicht. Okay. Ryan, bist du da? Ja, ich sehe es heute schon wieder nicht, wer online ist. Okay, naja. Ich werde das schon sehen. Okay, erstmal alle, die zugeschaltet haben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Okay, starten wir gleich. Ja? Isolations bedeutet, dass wir unsere Körperteile bewegen können, ohne dass der restliche Körper mit vibriert oder sich mit bewegt. Ja? So, der erste Isolation ist unser Body Circle. Den können wir immer brauchen, den brauchen wir überall, auch bei Bachata, egal. Okay? Das erste ist schon mal, dass wir unseren Oberkörper, also unseren Brustkorb, hier, diesen Teil, Ribcage bzw. den Torso, eigentlich hier der komplette Bereich bis zur Hüfte, dass wir den separat jetzt bewegen können. Okay, erste Mal geht es ins Hohlkreuz. Ja, wir haben hier einen runden Rücken hier hinten und eins hier. Machen wir den Katzenbund, ja? Nochmal. Out, in. Out, in. Out, in. Out, in. Okay, das andere ist, dass wir unseren Brustkorb zur Seite verschieben können. Ja? Rechts, links oder links, rechts für euch. Ja, hier unseren Brustkorb rechts, links. Links, rechts. Okay, und dabei auch die Hüfte ruhig halten, ja, auch hier, und versuchen auch, dass der Kopf nicht zu sehr mitgeht, ja, auch die Schultern sind hier neutral, sie bleiben auf einer Linie, ja, nur hier unser Brustkorb bzw. der Torso, der obere Körper, gut. So, jetzt haben wir die vier Sachen, ja, wir haben einmal vor, rück und side, side. Jetzt verbinden wir das, damit es ein Kreis wird, ja, wir haben noch von der Seite. Wir gehen erst nach vorne, wenn wir nach links den Circle machen wollen, zur linken Seite, dann einziehen und nach rechts. Ja, von hier, Hohlkreuz, seitwärts, einziehen, Katzenbuckel und seit. Und vor und seit und einziehen und seit. Ja, vor, seit, rück, seit. Vor, seit, rück. Und sein. Okay. Vor, Seit, Rück und Seit. Vor, Seit, Rück und hier. Und so weiter. Dasselbe in die andere Richtung. Wir haben jetzt den linken, jetzt machen wir nach rechts. Ja? Auch hier dasselbe. Vor, zur Seite nach rechts. Einziehen, Seit nach links. Vor, Seit, Rück und Seit. Vor, Seit, Rück und Seit. Okay. Ja, und so weiter. Ja. Von der Seite vor, Seite, Rück, Seite, vor, Seite, Rück und Seite. Ja? Und so geht's weiter. Gut, dürft ihr gerne üben. Ja. So, dann haben wir noch die Hüfte. Die kreist auch. Okay? Unsere Hüfte geht, machen wir erstmal eine Richtung, erstmal zur Seite, nach hinten, zur Seite und wieder in die Mitte. Ja, nicht zu sehr nach vorne schieben, nicht zu viel. Also es ist eigentlich nur eigentlich ein Halbkreis, ja, wir gehen seitwärts, rück, hier, und das ist eher mittig, es ist gar nicht so sehr nach vorne schieben, ja, es ist nicht zu viel. Und hier nochmal, seitwärts, nach hinten, seitwärts, und wieder in die Mitte, und seit, rück, seit, Mitte, seit, rück, seit, und Mitte, okay, seit, rück, seit, Mitte, seit, rück. Selbe in die andere Richtung, ja, zuerst einmal nach rechts, nach hinten, zur Seite und vor. Seit, rück, seit und seit, rück, seit und Mitte, seit, rück. Okay, so, dann haben wir jetzt Oberkörper und die Hüfte. Dann brauchen wir noch unsere Schultern, Schulterbewegung. Wir können unsere Schultern rollen, ja. Und zwar gibt es auch wieder zwei Richtungen. Machen wir erstmal nach hinten. Also wir rollen unsere Schultern nach hinten. Von vorne nach hinten. Ja? Es geht von hier nach da. Von hier nach da. Ja, dass die Schulter vorne anfängt, nach oben geht, nach hinten kreist und wieder in die Mitte kommt. Okay? Beide Seiten, ja? Nach vorne, nach hinten.
vorne nach hinten und vor und rück, vor und rück, vor und rück und so weiter. Gut, jetzt haben wir drei Sachen und die stellen wir jetzt zusammen. Body Circle. Okay, das Wichtigste ist, dass wir erst einmal anfangen mit unserer Hüfte. Arbeiten wir von unten nach oben. Ja? Wenn wir zuerst einmal unsere Hüftbewegung kreisen, dann haben wir schon mal unsere Basis. Und wichtig ist beim Hüftkreisen auch noch hier, auch unser Gewicht zu verlagern. Ja? Also ich verlagere immer mein Gewicht von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Also immer auf der Seite, wo dann auch meine Hüfte ist, ist auch mein Gewicht. Also ich wiege immer, ja? Hier links, rechts. And so on. Gut. Jetzt nehmen wir noch unseren Oberkörper dazu. Ja? Wenn wir nach links kreisen, unsere Hüfte, das heißt vor, so, wenn hier unsere Hüfte links ist, dann beginnt unser Schieben mit dem Oberkörper auch zur Seite. Ja? Wenn wir dann nach hinten gehen, mit der Hüfte, ja, der Kreis geht weiter, dann gehe ich ins Hohlkreuz, mein Brustkorb öffnet sich. Okay? Nach dem kommt das. Also hier kommt mein Hohlkreuz raus. Jetzt geht es weiter, ich schiebe mit der Hüfte wieder hier zur Seite und mein Brustkorb ist auf der rechten Seite. Okay? Jetzt kommt die Hüfte wieder in die Mitte und ich mache hier meine Katzenbuckel, also das ist dieses Einziehen. Okay, nochmal. Und rüber, vor, Seit und einziehen. Rüber, Hohlkreuz, Seit und einziehen. Rüber, hinter Hohlkreuz, Seite und einziehen. Okay? Macht ihr gut! Ich sehe euch, ich sehe euch! Okay. Seitwärts, Hohlkreuz, seitwärts und einziehen. Seitwärts und einziehen. Okay? Und so langsam spürt ihr vielleicht auch schon, dass wenn ihr die Hüfte bewegt und euren Körper oben entspannt lasst, dass der automatisch auch mitgeht schon. Es ist, ist gar nicht so viel jetzt extra bewegen. Ja? Durch die größere Bewegung natürlich macht ihr mehr Spannung jetzt rein. Aber eigentlich, wenn die Hüfte geht, ja, wenn ihr locker seid, ihr spürt es. Ja? Der Körper geht mit. Ja, okay. Gut, langsam. Langsam, langsam. Okay. Soweit die Bewegung, die sitzt da, ja? So, jetzt gehen wir noch mit den Schultern dazu. Und immer auf der Seite, wo ich auch gerade bin, mit der Hüfte, ja? Hier. Und das Schwierige ist auch noch, genau, meine Schultern gehen jetzt nicht gleichzeitig, sondern ich mache abwechselnd meine Schulterbewegung, ja? Das Rollen bleibt aber trotzdem gleich. Also ich gehe trotzdem nach vorne und nach hinten. Nur nacheinander, ja? Hier einmal rechts, einmal links. Links, rechts. Genau, das ist die Bewegung. Okay. Viel zu bedenken. Okay, so, jetzt beim Body Circle, ja, geht hier auch meine Schulter mit nach hinten. Links und rechts rollt nach oben. Boom, 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 boom. Geht es für euch? Ja, ich zeige es noch von hier. Ich gehe dadurch, dass ich auf die linke Seite gehe, mein Gewicht und meine Hüfte und auch mit dem Oberkörper, ja, fängt meine rechte Schulter an, nach hinten zu gehen. Und hier, meine linke Schulter geht vor. Um. Okay. Geht auch meine
eine Schulter mit zur Hüfte. Okay, also es gibt immer eine kurze Seite. Genauso wie vorwärts, rückwärts. Ja, auch hier. Es ist dann zusammen. Also das quetscht sich hier zusammen und hinten. Okay? Das ist vielleicht so ein Anhaltspunkt, wie man, welche Richtung man den Circle am besten tanzt. Okay? Gut. So, also man schraubt. Das ist so ein richtiger Circle. Okay. So. Sehe ich jetzt irgendwie, wer online ist? Wahrscheinlich nicht. Oder? Na, ich sehe es heute irgendwie nicht. Naja, egal. So. Weiter geht's. Den Circle bauen wir jetzt ein in einen Basic Step. Wir haben 1, 2, 3, 5, 6, 7. Auf 1, wir bleiben einfach stehen. Wir machen einfach nur entweder einen Sideways-Schritt oder wir bleiben diagonal direkt hier auf der 1. Ja, haben dann hier mal unsere Gewichtsverlagerung, hier nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre jetzt der Basic, nur am Platz, ohne dass wir die Schritte tanzen. So, hier machen wir jetzt unseren Circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1. Zwei Runden. Den ersten Takt und den zweiten Takt. Okay? Wir haben den Basic. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 2, 3. Okay? Die Arme lassen wir erst einmal neutral, lassen sie ein bisschen hängen. Okay? Hier, ihr dürft sie auch ein bisschen einschützen, aber eigentlich ist es okay, hier nur den Body Circle zu machen. Okay? Ist anstrengend. So. Ein Basic vorab. Und 1, 2, 3. Let's go. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. So. Also Leute, ich schwitze schon, ich weiß nicht, wie es euch geht. Machen wir mal mit Musik. Zweite Bewegung, was wir jetzt haben.
ist noch eine Schulterbewegung. Ja? Wir hatten jetzt schon das Rollen. Und den bauen wir jetzt auch ein. Jetzt nehmen wir mal die Hände hier mit den Handrücken, mit der Handrücken an unser, was ist das für ein Körperteil hier hinten? Hier, auf jeden Fall hier. Okay? So, unsere Schultern. Wir machen wieder den Roll. Ja? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ist ein bisschen schwieriger, weil die Hände hier eingestellt sind. Ja? Die sind jetzt in Ruhe. Ja? Und wir müssen wirklich nur mit den Schultern hier unsere Bewegung rausholen. Das ist ja, ein bisschen erstmal anstrengend. Ne? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und achtet auch darauf, dass eure Ellbogen auch relativ ruhig bleiben. Ja? Also nicht jetzt hier rum, ja, dass die mitwackeln, sondern wirklich versuchen, dass nur die Schultern gehen. Ja? Also ein bisschen bewegt sich natürlich mit der Arm, ist klar, aber wirklich nur hier. Und genau, es ist nicht nur die Bewegung aus der Schulter, also unsere Muskulatur von hinten, also hier zwischen Schulterblättern, die arbeiten auch natürlich mit, wenn wir hier unsere Muskeln zusammenziehen, ja, dann kommt diese Bewegung auch erst zustande. Der Muskel alleine, nur die Schulter, ist es ja nicht, sondern man muss wirklich unsere Schulterblätter hier auch zusammenziehen. Hier dieser Part. Genau. Okay, nochmal. Hier, hier, hier und hier. Okay. Auf jeden Fall ein cool Move, mir gefällt er.
zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nochmal. Nur der Schritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Der erste Schritt ist mit links. Wir machen einen kompletten Schritt. Tap, zurück, tap. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dasselbe auf die rechte Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der zweite Teil ist dann immer nur ein Basic. Ja? Der erste ist 1, tap, Schritt, tap, 5, 6, 7. Ich gehe hinten über Kreuz. Hier dann wieder dasselbe nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? Okay, nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man kann auch noch 8 machen, manchmal mache ich das. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Geht in den Fluss ein bisschen besser. So, okay. Die Arme dazu. Die Arme, Arme, Arme. Wenn wir das hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht der linke Arm von unten nach oben. Also der holt hier ein bisschen Schwung. Hier. Okay. Und die andere Seite genauso mit rechts. Von unten nach oben. Ja, wir machen so einen kleinen Kreis. Hier und hier und hier und hier. Und die Hände sind relativ flach, also die sind gar nicht so sehr, die haben jetzt nicht diesen, damit auch, also wir haben jetzt nicht diesen Styling-Styles, sondern wirklich nur eigentlich relativ flach und der Daumen ist etwas mehr weg von sich hier. Ja, wir würden ein bisschen wie ein Schaufeln, wie ein bisschen immer schaufeln würden oder schwimmen. Ja? Okay, so, nochmal den Schritt, plus Arm, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geht das? Ja, es ist jetzt nur der reine Schritt, also das, was jetzt wirklich vom Skelett her Schritttechnik passiert, Schritt, Tap, Schritt, Tap, Schritt und Arm. Schritt, Tap, Schritt, Tap, Schritt und Arm. Okay? Gut. Soweit? Ja, ich sehe nicht, ob ihr fragt. Weiter geht's. So, wenn wir unseren hier Schritt, Tap haben, 1, dann gehen wir hier in einen Reverse Roll. Ja? 1, 2, 3, 4. Von hier Reverse. Unsere Hüfte schiebt nach vorne. Wir haben hier Boom. Okay? Der Reverse Roll ist zuerst die Hüfte, die sich nach vorne schiebt, ja? Und der Körper kommt nach. Ja? Reverse Roll, Boom. Das passiert auf 1. Ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Und hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Auf der rechten Seite dasselbe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, okay? So, das probieren wir jetzt mit dem Schritt danach, den Grundschritt weiter 5, 6, 7 und Arm dazu. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Viel, ne? Genau, ich weiß. Nochmal. Probieren wir es nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Und wir sind immer noch nicht fertig. Kommt noch was dazu. Wenn wir unseren ersten Schritt auch noch machen, gehen meine Arme nach hinten, ja? Also hier beim Reverse Roll mache ich erstmal meine Hände, die gehen zuerst über Kreuz und gehen nach hinten. Und ich mache dabei noch eine Schulterbewegung. Uiuiui. Von hier Reverse und Schulter nach hinten. Ja? Reverse und Reverse. 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 Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich mache immer mit den Armen, ich schließe und gehe auf. Ich schließe und gehe auf. Schließe und gehe auf. Das ist die Bewegung. Ja? Ich gehe vor und zur Seite auf, vor und zur Seite. Vor und zur Seite, vor und zur Seite. Ja? Okay? Hey, meine Schlüssel! Ja, ich hoffe, ihr könnt dann mit etwas anfangen
Und genau, das war es für heute. Der letzte Kurs, Online-Kurs mit mir. Die erste Staffel ist vorbei. Vielleicht kommt eine zweite Staffel. Mal sehen, wie es läuft. Ich wünsche auf jeden Fall ein wunderbares Ostern für euch. Erholt euch, entspannt euch, tut nur schöne Dinge. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns.